zum Abschluss des Evaluierungsabschnitts der Vorlesung machen wir noch so einen kleinen, kurzen Exkurs in den Bereich des Loggings. Das war ja sozusagen eine der Hauptfunktionalitäten, hatten wir so am Anfang in der Architekturbesprechung zu den Suchmaschinen gesagt, die eben die wirklich großen Suchmaschinen, kleineren dann eben voraus haben, dass sie eben bei viel, viel mehr Nutzern beobachten können, ob irgendwie gewisse Effekte eintreten oder nicht. Und das ist so dieser Abschnitt des Loggings, da gehen wir nur noch mal so ganz kurz drauf rein, wie man denn vielleicht eigentlich in einer sozusagen echten Suchmaschine mit einer großen Nutzerpopulation dann tatsächlich auch evaluieren könnte. Bis jetzt haben wir eben so diese Laborexperiment-Denke gehabt und eben da die Effektivität eben mit so einem Cranfield-Paradigma-Ansatz versucht zu messen, mehr oder weniger. Was würde man denn machen, wenn man jetzt eine große Suchmaschine ist? Dann kann man natürlich auch die eigene Nutzerpopulation sozusagen in Anführungsstrichen ausnutzen. Das heißt, mit denen experimentieren. Dazu dienen beispielsweise Anfragelogs, dass man eben beobachtet, was machen die Menschen so mit der Suchmaschine. Das kann man benutzen, um die Suchmaschine eben zu verbessern, aber eben auch, um sie zu evaluieren. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Aber man kann die Logs natürlich auch für andere Sachen benutzen, also wie Spell Correction oder so, war das am Anfang sehr nützlich, dass man eben immer beobachten konnte, wenn ein Nutzer sich vertippt hatte, hat er danach, relativ kurz danach, die korrekte Schreibweise meistens eingegeben. Oder man kann es benutzen für sowas wie Anfrage, Vorschläge, Verwandte suchen, vorschlagen dem Nutzer, indem man eben sagt, okay, Leute, die auch die Anfrage gestellt haben, haben danach diese und diese noch gestellt, dann kann ich die dem neuen Nutzer einfach direkt schon vorschlagen. In so einer Anfrage-Log-Datei sind natürlich sofort viel, viel mehr Anfragen drin, mehrere Größenordnungen mehr Anfragen drin, als in so einer normalen Testkollektion, die so für das Cranfield-Paradigma aufgebaut wird, wo bei so einem Track pro Jahr vielleicht 50 Topics dazukommen. Dagegen hat ja Google sowas wie 3,5 Milliarden Interaktionen pro Tag oder so. Das ist also, nicht alle davon sind Anfragen, da sind natürlich auch ein paar Klicks dabei, aber kann man sich sofort überlegen, dass da sehr, sehr viel mehr Anfragen tatsächlich drinstehen als in so einer Track-Kollektion. Dafür ist es natürlich aber weniger präzise, wo man bei so einem Cranfield-Paradigma evaluieren dann eben weiß, da hat jemand auf das Dokument geschaut und eben gesagt, das ist relevant oder nicht, kann man in so einem Anfragelog eben tatsächlich nur die Klicks normalerweise beobachten und vielleicht sowas wie, wie lang hat jemand gebraucht, um zu klicken und wann kam der dann wieder auf das Suchergebnis zurück oder so. Ein großes Problem beim Logging ist natürlich sofort Datenschutz, Privatsphäre. Spätestens, wenn man so einen Log dann mit anderen teilt. Also das warnende Beispiel war mal die Firma AOL. Da gibt es so diesen AOL-Log-Skandal. Wenn man sich da so ein bisschen reinliest, gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Da sind auch noch ein paar Videos verlinkt. Denke ich, habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, was man so alles an Suchanfragen stellt und jemand kennt die alle, dann kriegt man schon ein ganz gutes Persönlichkeitsprofil da von jemandem hin. Das ist natürlich das eine, was die Suchmaschinen stark macht. Wenn sie besser wissen, wofür man sich interessiert, kann man bessere Werbung einblenden und vielleicht auch bessere Suchergebnisse. Aber man sollte es dann eben versuchen, nicht mit anderen wahrscheinlich zu teilen. Und das ist einer der Gründe, warum die großen Suchmaschinen eigentlich keine richtig ausführlichen Logdaten mehr verteilen, sondern nur in stark anonymisierter Form und stark kondensiert. Typischerweise stehen dann aber in so einem Log eben sowas drin wie Nutzer-Identifier oder zumindest eine Nutzer-Session-Identifier, beispielsweise irgendwie über ein Login oder Cookies oder sowas. Und für jede Anfrage natürlich der String, also die Anfrageterme, normalerweise genauso, wie sie der Nutzer eingegeben hat, oder eben auch schon in einer normalisierten Form, also alles gelowercased oder so zum Beispiel. Kommt so ein bisschen darauf an, wie man das Logging natürlich einstellt. Und dann eben auch sowas wie eine geordnete Liste der URLs mit eben den Rängen von den Dokumenten oder auch beispielsweise, wenn etwas keine Suchanfrage ist, sondern eine Klickinteraktion, dann eben der Rang, auf den geklickt wurde und vielleicht auch eben wann, also so Zeitstempel sollten eben auch noch dabei sein, sodass man abschätzen kann, okay, Anfrage eingegeben, 10 Sekunden später geklickt, solche Geschichten. Also für alle Interaktionen im Prinzip auch ein Zeitstempel. Logging ist dabei gar nicht so ein ganz einfacher Prozess, da muss man eben so ein paar Sachen beachten, also loggt man nur auf einer Maschine oder auf mehreren, wenn man auf mehreren loggt, sind die Zeit synchronisiert und so weiter.
kann es vielleicht beim Logging trotzdem dazu kommen, dass im Log, in der Logdatei dann die durch irgendwelche Race Conditions oder so die Interaktionen in der falschen Reihenfolge stehen und so weiter. Also da ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es klingt sehr einfach, aber muss man auch so ein paar Sachen eben beachten. Aber angenommen, man hat ein sauberes Log, dann könnte man jetzt eben versuchen, das zu benutzen, um zu verstehen, was die Menschen eigentlich mit der Maschine gemacht haben. Wonach haben sie gesucht und was haben sie geklickt? Und diese Klicks sind erstmal natürlich keine wirklichen Relevanzbewertungen, also nicht so Relevanzbewertungen, wie wir sie für das Cranfield-Paradigma uns vorstellen würden. Aber sie sind natürlich, Klicks korrelieren sehr stark mit Relevanzbewertungen. Also die wenigsten Leute klicken auf etwas, wo sie genau schon erkannt haben, dass es nicht relevant ist. Höchstens aus Versehen. Das heißt, man sollte dann eben noch so ein bisschen mit einbeziehen. Hat jemand geklickt und eine Sekunde später war er wieder auf der Suchseite, dann war er da wahrscheinlich aus Versehen bei dem Klick drauf gerutscht. Das ist also kein sozusagen Pseudorelevanzsignal gewesen. Aber im Prinzip sind Klicks schon stark korreliert mit Relevanz. Sie sind aber eben auch stark gebiased, also hängt so ein bisschen davon ab, wo im Ergebnis beispielsweise ein Dokument stand. Auf Rang 1 klicken 75% aller Nutzer so ungefähr, gab es mal Studien vor ein paar Jahren. Auf Rang 2 dann schon nur noch 30% so gefühlt und so weiter. Und kaum jemand schaut auf die zweite Seite. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein Snippet tatsächlich angezeigt wurde, wie populär vielleicht so eine URL ist. Also das heißt, wenn jemand sieht, ah, das ist Wikipedia, dann klickt man vielleicht auch einfach drauf, auch wenn es erst auf Rang 3 steht und klickt da als erstes drauf, solche Geschichten. Was man eben schon dazu auch noch braucht, ist sowas wie die sogenannte Dwell Time, also wie lang bleibt jemand auf einem geklickten Ergebnis. Das können natürlich so Suchmaschinen wie oder solche Konzerne wie Google noch deutlich besser als andere Suchmaschinen, die nicht so ein großes Werbenetzwerk haben, weil sie die Nutzer ja auf den meisten Seiten dadurch verfolgen können, dass sie auch auf den Seiten Werbung schalten. Also Google ist sehr, sehr weit verbreitet. Google weiß im Prinzip in Deutschland zumindest von deutschen Nutzern, gab es so vor 3, 4 Jahren mal eine Studie, 80 bis 90% aller Sachen, die man so macht, selbst wenn man kein Google-Konto hat, weil man eben einfach über viele Webseiten hin vom Konzern sozusagen verfolgt wird. Das Google-Ad-Netzwerk spielt die Werbung auf vielen Webseiten aus und deswegen können die eben ziemlich gut abschätzen, was man so wann gemacht hat und wie lange man auf einem bestimmten Ergebnis war. Außerdem interessant, sowas wie geht jemand von der Suchseite runter, druckt da irgendwie was, speichert er sich ein Ergebnis oder so, kam es zu einem Timeout oder sowas, hat jemand eine URL direkt eingegeben, solche Geschichten. Wenn man das mitkriegen kann beim Logging, ist das immer interessant, um dann eben beispielsweise auch zu entscheiden, war das jetzt ein guter Abbruch oder ein schlechter Abbruch? Hat er danach sozusagen die Webseite komplett verlassen, weil er einfach so frustriert war? Das ist aber auch nicht ganz so leicht dann festzustellen. Was man aber eben häufig sieht, wenn solche Query-Log-Analysen helfen sollen, zwischen verschiedenen Systemvarianten dann zu entscheiden, ist, dass man eben sagt, man schaut sich beispielsweise Click-Through an, also für eine gegebene Menge von Anfragen, worauf klicken denn die Nutzer dann? Und so kann man dann eben versuchen, beispielsweise Präferenzen zwischen Dokumentpaaren rauszukriegen. Welches wird denn mehr geklickt beispielsweise? Und wird es vielleicht auch noch mehr geklickt, wenn die Ränge eben umgedreht sozusagen eigentlich falsch sind? Wenn beispielsweise für eine bestimmte Anfrage deutlich mehr Nutzer auf Rang 2 klicken als auf Rang 1 und man den Rang, diesen Rank-Bias schon herausgerechnet hat, dann ist das ein Signal dafür, dass die eben falsch rum im Ergebnis eigentlich stehen. Und dafür gibt es aber verschiedene Strategien, wie man solche Präferenzen auch generieren kann und wie man die dann tatsächlich einsetzt in sogenannten AB-Tests. Also das Logging wird auch oft dann benutzt, um eben online Experimente mit den Nutzern durchzuführen. Und im Logging sieht man dann im Log, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Also dass man eben sagt, ich habe zwei Varianten, System A und B, zwei Varianten meiner Suchmaschine. Und wenn ich jetzt eben manchen Nutzern die Ergebnisse von System A ausspiele und anderen die Ausgabe von System B zeige, sieht man irgendwie einen Unterschied im Klickverhalten. Oder man würde manchmal eben auch einfach sagen, okay, ich mache das nicht so, dass ich diese Nutzergruppen so aufteile, wie vielleicht bei medizinischen Studien, so eben in Placebo-Gruppe, vielleicht aktuelles System und die tatsächliche Gruppe, die so ein Treatment bekommt, also irgendwie das Medikament sozusagen die neue
neue Suchmaschinenvariante bekommt in der anderen. Was man manchmal auch macht, ist, dass man es einfach mischt und sagt, okay, ich vermische mal die Rankings von den zwei Systemen einfach so, dass ich allen Nutzern dasselbe Ranking anzeige und zähle dann mal, wie oft jemand auf einen Dokument aus dem Ranking A und jemand aus dem Dokument aus dem Ranking B klickt, indem ich diesen Rang-Bias auch noch wieder mit versuche rauszurechnen, dass eben das, was auf Rang 1 steht, eben doch substanziell häufiger geklickt werden wird. Sowas könnte man versuchen, dann eben in solchen Online-Experimenten zu machen, führt jetzt aber in diesem Rahmen dieser Vorlesung erstmal noch ein ganzes Stückchen zu weit. Wie würde man solche Präferenzen versuchen abzuleiten? Da gibt es Leute, die beispielsweise sowas vorschlagen wie Skip Above und Skip Next. Also man hat so die Klickdaten, vier Dokumente angezeigt, eins wurde geklickt, Rang 3, dann wären Präferenzen, die beispielsweise daraus generiert würden, 3 ist besser als 2, 3 ist besser als 1 und 3 ist besser als 4. Und warum ist jetzt 3 besser als 2 und 1? Naja, weil 1 und 2 nicht geklickt wurden, aber vor 3 stehen und man dann quasi nutzermodellmäßig davon ausgeht, dass der Nutzer 1 und 2 gesehen hat und trotzdem erst 3 geklickt hat. Und warum ist besser 3 besser als 4? Na, weil es eben drüber stand und 4 jetzt auch keinen Klick bekommen hat. Und mit solchen Varianten des ja, Versuchens von Klickpräferenzen rauszubekommen, also gibt es noch viele andere Strategien, wie man das machen könnte, würde man jetzt versuchen, eben diese sehr verrauschten Query-Log-Klick-Informationen tatsächlich auszuwerten. Man kann das so ein bisschen aggregieren, um eben zu sagen, das Rauschen, was da drin steht, das versuche ich über das Zusammenfassen von Nutzerinteraktionen zur selben Anfrage, aber verschiedene Nutzer so ein bisschen rauszurechnen oder so. Und ich versuche dann eben insgesamt eigentlich erstmal rauszukriegen, welche Sachen werden denn häufiger, deutlich häufiger oder deutlich seltener geklickt, als man es erwarten würde. Und dieses deutlich häufiger oder seltener Klicken ist dann tatsächlich sehr stark korreliert mit der eigentlichen nutzerempfundenen Relevanz. Das heißt, was man misst, ist im Prinzip für ein Ergebnis D anstelle P der Unterschied aus der beobachteten Klickhäufigkeit, observed, deswegen O, für das Dokument D an Position P über alle Instanzen der Anfrage, also jeder Nutzer, der diese Anfrage eingegeben hat, und hat er denn auf das Dokument D anstelle P geklickt oder nicht? Und der erwarteten Klickhäufigkeit auf so einem Rang P. Dies kann man eben über alle Anfragen so ein bisschen mitteln und sieht dann eben so diesen Effekt, dass beispielsweise eben ungefähr 75% der Leute sowieso auf Rang 1 klicken und dann nur noch 30% auf Rang 2, solche starken abfallenden Sachen. Die wäre sozusagen, das wäre so dieser erwartete Klick, die erwartete Klickhäufigkeit auf diesem Rang. Und jetzt könnte man das benutzen, um eben diese Klicks auch noch auszufiltern für diese Präferenzgenerierungsstrategien, wenn man eben sagt, ja, diese beobachteten und die erwarteten Klicks, die unterscheiden sich eben doll, dann ist das ein deutlicheres Signal, dass ich da Präferenzen draus generieren will, als wenn sie sich eben nicht so stark unterscheiden. Ja, das war nur so ein kleiner Exkurs nochmal, wie es denn tatsächlich in der Praxis laufen könnte, wenn man tatsächlich dieses Logging, was also eine der tatsächlich entscheidenden Stellschrauben ist, um ein im laufenden Betrieb schon befindliches System dann noch zu verbessern durch die Beobachtung der Nutzer, was also diese entscheidenden Stellschrauben in auch so dieser Architektursicht nochmal auf die Suchmaschinen dann eben ist. Logging selbst ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess und das sollte man einigermaßen ordentlich hinbekommen, sodass eben tatsächlich die Logging-Server alle Zeit synchronisiert sind und dass eben tatsächlich auch das Log dann all das enthält, was man eben benutzen will. Also zumindest die Anfragen und Klicks mit Zeitstempeln sind ein sehr, sehr wichtiges Indiz dafür, was tatsächlich wichtig war und was nicht, wenn man eben nicht tatsächlich so eine Laborexperimente nach Grenfield-Paradigma oder so durchführen möchte. Ja, das war es dann zum eigentlichen Evaluieren. Wie gesagt, Schwerpunkt auf den Laborexperimenten, aber nochmal so ein kleiner Exkurs, wie es denn tatsächlich im laufenden Betrieb eben auch geht, dass man eben die Nutzer einfach in sehr, sehr vielen verschiedenen AB-Tests, die kann man eben auch gleichzeitig alle mischen. Wenn man sich merkt, was man gemischt hat, kann man dann eben wieder zurückrechnen, wie sich so diese Erwartungswerte tatsächlich oder die beobachteten Werte von den Erwartungswerten unterscheiden. Und das kann man dann
als Suchmaschine, wenn man genug Nutzerpopulationen hat, eben benutzen, um deutlich besser zu werden. Und das ist der einzige, ja nicht der einzige, aber einer der allerwichtigsten Punkte, der eben dazu führt, dass sowas, was so eine Monopolstellung hat wie Google, tatsächlich so viel besser ist als alle Mitbewerber, weil man eben auch so viel mehr Nutzerinteraktion lernen kann. Okay, so viel zum Bereich der Evaluierung. Danke.